Ich stehe auf einer Kugel. An ihrem nördlichen Pol oder auf ihrem nördlichen Pol. Ich drehe mich in 24 Stunden einmal um mich herum. Mit raschen Schritten bewege ich mich Richtung Süden. Und die Kugel dreht sich immer noch einmal am Tag um sich selbst herum. Je näher ich mich dem Äquator zuwende, desto größer müsste die Zentrifugalkraft wirken. Und am Äquator sollte es mich, weil diese dort so stark ist, einfach von der Kugel wegbewegen. Komisch, dass das nicht stattfindet, oder? Also mich wundert das irgendwie.